Dreckiges Glasgefäß. Aha. Aber ich möchte eigentlich wieder ins Schloss. Weil ich habe da noch was zu holen. Rose. Ha. Endlich kann ich wieder die normale Kacke hier ausrüsten. Oh, speichern. Ja, aber gut. Da hat's nichts für mich. Ah, gut. Dann einfach. Was? Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen Sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geht durch die Höhle, dann durch die Ruinen runter ins Dorf. Okay. So, das war's aber komplett. Nach 30 Minuten. Sackgesicht. Ins Wasser soll ich oder kann ich nicht oder was? Oder wegen der Brücke da. Ich möchte doch einfach nur nochmal ins Haus zurück. Ich habe den Dietrich nicht gesehen, dass ich noch einen habe. Aha. Nervig. Für den Ernstfall. Für den Ernstfall. So. Jetzt gegen Heisenberg, ne? Na komm, Heisi. Du wirst sicher nicht viel schwerer sein als Miranda. Was ist mit euch da? Seid ihr? Jäger. Fisch. Fisch. Also für irgendwas werden die wohl gut sein. Deswegen töte ich die mal. Wie viel Muni habe ich? Ich habe noch nie so viele Pistolenmuni gehabt. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät. Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Das Umbrella Corporation Logo. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie! Geflügelter Schlüssel, aha. Hier das Umbrella-Logo und hier in der Mitte nochmal. Uff. Ja, wir haben auf jeden Fall schon die Oberqueen hier besiegt. Da war noch dieses Puppengedöns da. Mal gucken. Auf jeden Fall nochmal ein Schloss, wenn es geht.
Aber irgendwie müssen wir nochmal ins Schloss kommen. Ist das? Yes. Ja, aber was ist das für eine Schatzkarte? Hä? Wann habe ich die denn aufgelesen? Ach so, das haben wir schon lange gefunden. Das ist in diesem einen Ding. Okay. Und jetzt, wo sind wir da? Da geht's nicht lang, sondern nur ausschließlich da. Jetzt gibt hier da keine Vasen mehr, warum auch? Komm hoch. Ich lege euch ganz gerne auch alle zuerst hin. Ich bin nicht mehr der Dude von damals. Ne? Also so nebenbei, ich bin nicht mehr der Typ von damals. Ich habe mehr Muni, ich bin besser bewaffnet als damals und naja. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Pilgerpfad. Geflügelt. Was braucht der denn für einen Schlüssel? Okay. Dann hatten wir das auch erledigt. Dann haben wir hier noch was kurz. Ah, hi. Hi, Ziege. Ach, das fehlt ja immer noch, diesen Scheiß. Oh, meine Fresse. Man will mich doch verarschen hier. Und da drüben muss ich irgendwie hin zu dieser Zugbrücke, Zeremonieplatz und so. Oh. Ach je. Schloss Dimitrescu.
Da rein will ich wieder. Schon wieder so ein Schrein. Ah, Gott. Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. What? Was soll das heißen? Sieh genau hin. Was, der Kopf? Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer... Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind Sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Nicht wirklich. Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König, nicht wahr? Scheiße, ist das heftig. Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen. Verdammter Witzbold. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Oh, Lady Dimitrescu. Reizend selbst im Tod. Diese Kronen. Ich liebe ihn. So, das Gewehr reduziert das Verwackeln der Waffe beim Zielen. Das ist bei mir nicht so das Problem. Ja, wir ballern jetzt zuerst mal alle unsere Waffen hoch. Okay. Alles klar. Ah, schon gut. Das war's. Und ich dachte, wir sind fertig. Moment bitte. Okay, jetzt wird's also gruseliger. So. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Voilà. Zu hungern heißt zu leben. Auf Wiedersehen. Laber nicht. Zum Warum den muss sie hier einsetzen oder was? Und es geht nicht mal da drüben oder wie? Da fehlen noch ein paar Kelche oder wie? Oder zumindest einen.
Da machen wir mal auf. Was für ein vierflügeltes Wesen. Dass ich hier wieder zurück kann. Ne? Da etwa auch, oder was? Ach. Ist ja lächerlich, ja. Absolut lächerlich. Wir sind wieder in der City. Yo, my friend. Ah, oh, gut, jetzt muss ich nicht mal mehr ins Häuschen rein. Hallo? Ach, andere Seite. Gut. Ja, wenn ich schon gerade dabei bin. Blindenmuni. Wow. Kann man definitiv immer mal wieder gebrauchen. Jetzt müssen wir eher gucken, wo wir überall hin können. Weil die Kurbel fehlt uns definitiv noch. Da können wir jetzt hin. Hier könnten wir auch hin wieder. Aber es bringt uns halt auch nichts, weil wir jetzt alles durch haben. Kommen wir hier lang noch oder müssen wir jetzt hier bleiben? Ach, geh mir nicht auf den Sack. Da kommen wir wohl erst wieder später hin und dann wieder so, okay. Dann könnten wir jetzt hier durch. Okay. Was für Schießpulver, habe ich das beim ersten Mal nicht mitgenommen oder was? Moment. Da muss ich nicht hin. Aber hey, wie lange ist es her, seitdem wir hier waren? Und der ist auch nur irgendwie gefühlt. Hier gibt es mehr Tote. Hier kommen wir auch nicht durch, wegen vier Geflügelgekacke da und ja, hier drüben ist sowieso vorbei. Speicherpunkt, als ob wir dorthin nochmal können. Also das können wir schon noch kurz mal gucken, was denn jetzt hier so abgeht, nachdem wir das erste Mal hier aufgeräumt haben. Das Haus immer noch in Flammen steht. Oh. Wieder ihr. Wie konnte ich die treffen? Aber gut. Magnum-Munition. Kriegen wir hier noch eine Magnum oder wie? Explosives Geschoss. Explosives Geschoss. Und schon wieder viel zu viel Kohle bekommen. Und viel zu viel Muni. Aber hey, jetzt kommen wir wenigstens hier nicht mehr rein oder so.
Nicht mal annähernd. Gut, und da haben wir jetzt auch alle wieder besiegt. Das war eine gute Spritze wieder. Im Sinne von, jetzt können wir uns wieder was leisten. Sehr schön. Für mich wäre jetzt die Kurbel geil. Das da. Willst du mich verarschen? Sackgesicht. Oh, Hühner. Wir machen mal Moorhuhnjagd. Kraut. Nehmen wir auch mit. Hä? Unzerschneidbare Hühner, oder was? Nee, doch nicht. Geflügel. Danke. Wieder Pistolenmuni. Also im Moment bin ich reichlich eingedeckt. Und zwar mehr als reichlich. Gibt sonst noch einen Weg? Da gibt es auch noch Hühner für Geflügel. Okay. Ja. Ist aber jetzt nicht sonderlich problematisch, sondern eher, wie wir weiterkommen. Haus mit dem roten Schornstein. Du meinst nicht zufällig der Scheiß hier? Ah! Was zum Fake? Datum 9.2.2021, protokolliert von NH, Ankunft, keine Anzeichen von EWRW. Dorf infiltriert, Begegnung mit mehreren Biowaffen, Hinweise auf EW gefunden, Aufenthalt von RW unbekannt. Okay, Basis in Kirche eingerichtet. Weiteres Vorgehen, Durchsuchung des Labors, NH-Analyse der Pilzproben, Alpha-Infiltration der Fabrik. Ah, hi. Haus mit dem roten Schornstein. Du meinst nicht zufälligerweise das Ding da? Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet, also musste ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Ich hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre. Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal alleine zu Lucia, Vater. Aha. Aber da war ich nie drin. Okay. Das wüsste ich, wenn ich hier mal drinne gewesen wäre. Geschnitztes Tier. Körper. Aha. Mhm.
Sorry, Bruder. Oh Gott, es ist einfach scheiße dunkel. Dietrich. Interessant. Dann wird es nur so Munitionsgekacke sein, aber dennoch. Kommen wir wieder zurück? Kann es denn die Möglichkeit sein? Also spätestens hier wäre ich wieder zurückgegangen. Einfach hier weg, ohne Scheiß. Wie willst du das denn bewegen? Mit was? Zum Fick. Ach so, jetzt ist mir der... Ja, genau, der Traktor sagt jetzt... Heute nicht, my friend. War ja sowas von klar. Aber wisst ihr was? Das kann ich umgehen. Am Arsch. Zuerst mal gucke ich hier rein nochmal. Weil ich meine, hier müsste ja auch noch was sein, weil das ist rot. Aber sie wird einfach nicht blau. Das ist das eine. Von der anderen Seite zu. War ja sowas von klar. Gut, dann eben hier. Piss dich. Nächster Ort, Werkstatt. So. Aha. Das heißt was? Sieh aus dem Fenster. Sehe ich so aus? Oh Gott. Wer soll ich denn jetzt den Code kennen? Moment mal. Ich guck schnell mal nach.
So läuft der Hase. Ah, eine neue Waffe, okay. Wagenhebel, Kurbel, yes. Ich weiß jetzt zwar nicht, woher die anderen Dullis hier gekommen sind, aber gut. Hallo? Geht es eigentlich hier? Das war mir zu knapp. Klar, munitionstechnisch völlig ausgereicht, aber trotzdem. Was für eine Kurve soll die da für den Wagen oder was? Für den Traktor gut sein. Interessant. Sackgesicht. Habe ich das wirklich vergessen, sowas? Okay. Oder sind die neu gespawnt? Die ganzen Sachen. So unter dem Motto, wir müssen dem neuen Stuff geben, damit er nochmal durch das Ganze durchläuft. Wieder Dietrich. Es ist wunderbar. Ich liebe es, wenn man keinen permanenten Dietrich hat. What the fuck? Was bist du denn für ein Scheißschwein? Wild. Arsch hinten, es ist finster. So, jetzt ist es wieder auf. Jetzt wissen wir auch, warum wir nicht weitergekommen sind. Ja. Also warum es hier nicht blau wurde, sondern rot blieb. Hier sind wir ganz am Anfang durchgegangen, sehr schön. Interessant. Einfach in die Phrasen. Mal so eine Frage, haben wir jetzt zwei Knarren hier in Tuss oder was? Vollautomatisch und das halbautomatisch. Okay. Ah, das blutet nur. Diese Geräuschkulisse. Gut, jetzt reicht's. Jetzt bin ich sauer. Sonst noch wer? Ich sagte doch, ich bin sauer. Versucht es nicht einmal.
Rohrbombe nehmen wir immer gern. Was für ein Vorhängeschloss. Machen wir auf der anderen Seite oder was? Okay. Was bist du denn? So. Brunnenkurbel, endlich. Dankeschön. Was zum Fick? Na bitte. Einfach leck o mio. Ah, nehmen wir mit. Aha. Das ist okay. Machen wir zuerst mal auf. Von der anderen Seite verschlossen. Hallo? Ja, wenn wir das schon machen können, dann nehme ich die natürlich mit. Ist was auf dem Scheißhaus außer der große Kristall? Anscheinend nicht. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich wichtig ist. Zu unkonstant. Jetzt reicht's. Ja, dann treffe ich nicht mal. Sackgesicht. So. Jetzt gehen wir von oben ins Haus rein wahrscheinlich. Pistolenmuni wieder. Heißt schon wieder viel zu viel Muni für mich, zu wenig Muni für die. Ja, Mann, ich bin einfach zu gut. Wieder mal. Nein, bin ich nicht, weil das nicht blau wird. Entweder gibt die mir jetzt so einen Scheiß, wo ich weiß, ich muss da irgendwann mal zurückkommen, oder. Ich werde stinksauer. Hier. 1. Februar habe Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert.
3. Februar habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? 8. Februar, keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar, mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauerhaft. Die ehrenwerten 4 Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatten ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie... Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der 4 einen Teil des Kristalls in eine Art Fläschchen und sie verschwanden. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter Miranda zu verbeugen, bevor ich weglief. Noch fast verschluckt. Ich zittere noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? Aha, da hat einer auch nicht alles gewusst, ne? Man kann es auch übertreiben, ne? Schatulle, na komm. Ja, das brauche ich. Die Schlüssel lediglich ein Teil eines ganzen. 3 weitere Teile vervollständigen ihn. Achso, ein einziger. Hä? Verdammt. Ich sollte zurück zum Duke. Wir haben ihn. Der Duke aufsuchen. Nee. Jetzt haben wir erst so richtig die geile Scheiße am Dampfen. Ne? Jetzt können wir erst richtig überall hin. Aber so hart richtig. Und wir sind außerdem hier noch nicht gewesen. Sehr geehrter Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit der Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sie bitte bei mir melden. Grüße Joseph Simon, Gärtner des Hauses Beneviento. Da kommst du nicht rein, oder was? Einfach nur, weil... Dietrich. Juhu. Einen weiteren Dietrich. Das ist immer schön. So, Pistolenmuni. Madalinas Körper. What? Schießpulver. Okay. Muss ich das verstehen? Flintenmuni. Und da kommst du nicht rein. Ohne den passenden Schlüssel. So. Jetzt muss ich mal zum Brunnen rennen, um zu gucken, was man da Schönes draus kriegt. Was ist das mit der Puppe? Moment, wichtiges. Brunnenkorbel, okay. Der Puppe einer hiesigen Sagengestalt, wertvoll kombinierbar. Wo
geht's jetzt hier lang? Hier auf der einen Seite? Kann ich nicht einfach? Ja, doch, kann ich. Da ich da aufgeräumt habe. Und kann ich dann nicht noch? Ja, kann ich. Dietrich, sei Dank. Na los, mach mal. Scharfschützenmuni. Das nehme ich gerne mit. Yes, und jetzt ist auch alles hier blau. Dann können wir hier mal auch blau machen, kann man sagen. Dietrich, juhu. Also das feiere ich zu Tode. Wie kam ich nochmal hier zurück? Ist egal, solange ich hier wieder durchkomme. Nein, komme ich eben ja nicht. Ja doch, ich weiß, wie ich da durchkomme. Doch, doch. Dafür war ja genau der scheiß Shortcut gedacht. Und dann das. Hallo. Nur hinten rum komme ich noch nicht. Was ich ganz gerne gemacht hätte, aber gut. Komme ich sogar. Ich darf einfach nicht zum Duke. Hä? Bin ich dumm? Hier ist der Brunnen. Wieder ein Dietrich? Nein. Geschnitzter Tierkopf. Moment. Wichtiges. Nee, hier. Und jetzt? Hobbyarchäologe. Heißt was? Gut, dann haben wir das auch erledigt, dann haben wir nur noch einen hier oben. Zum Glück haben wir dort oben schon alles eliminiert, kann man sagen. Durchs Fenster. Schwein abknallen. Nochmal Schwein abknallen. Hallo? Dreckschwein. Erlesenes Wild. Wie wäre es einfach? Was macht man eigentlich mit dem? Moment.
Büchsenmacher. Ja, nice. Müssen wir anfangen, das Ganze so zu stapeln, wie es uns am besten passt. Oder geht, wie auch immer. Aber wegen dem passt es immer noch nicht rein. Ich müsste eins von beiden hier wegknallen. Federviehgewand, Zutat. Aber ich habe die Zutaten noch nie gesehen. Ja. So. Gucken wir mal. Nehmen wir direkt mit. Können wir zu Duke zurück, wobei, wie gesagt, ja, jetzt müsste ich sogar noch mal ins Haus Dimitrescu. Hier haben wir auch noch mal was. Halskette mit zwei Fassungen. Sicher alles Sachen, die viel Wert haben. Komme ich überhaupt noch rein in dieses Schloss? Nein, komme ich nicht. Warum auch? Wäre auch zu schön gewesen. Ich kann ein bisschen Fische fangen, ja, das ist aber auch das höchste der Gefühle. Okay, nicht übertreiben. Moment. Haben wir denn sonst noch hier irgendwo? Ja, hier. Haben wir noch einen Dietrich, den wir jetzt schon benutzen können. Weil ich will die Dietrich ja nicht einfach so dabei haben, wenn ich nicht muss. Und Flintenmunition habe ich ganz gerne dabei. So. Oh Gott, jetzt fängt es natürlich weiter an. Und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt vier insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die vier Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die zweite lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der dritte ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg.
Er arbeitet in der Fabrik, außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Okay. Ja, aber da komme ich ja nicht mehr hin. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Genau. Lass dich bald mal wieder blicken. Als ob sie dich einfach leben lassen würden, wenn du solche Scheiße baust. Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Okay. Und dann was? Der beim Blocken erlittene Schaden sinkt beträchtlich. Der maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Was ist der maximale Gesundheit? Steigt geringfügig. Okay. Erlesenes Wild, das hätte ich ja eigentlich zur Hölle. Aber ich habe keine 5 Wild, deswegen, Wir haben alle Zutaten beisammen. Gut. Jetzt fängt es an, geil zu werden. Ja, komm, koch noch ein bisschen langsamer. Danke für deine Geduld. Hier deine Portion. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. So. Weiter so. Ja, einfach alles umlegen. Ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten. Moment, ich habe noch ein bisschen Geld abzugeben. Ah, ja, ja. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Moment, ist es das, was ich denke jetzt gerade? Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Nein, das blaue Auge ist nicht kombinierbar damit, okay. Oh ja. Also stöhnen musst du nicht gleich, aber gut. So. Haben wir eine neue Waffe? Das ist einfach die Frage, was... Was? Ah, schon gut, das war's. Aha. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Essen ist Leben. So. Danke für deine Voila. Treue. Jetzt haben wir den vierblättrigen Kack hier, oder? Habe ich doch, zur Hölle.
Das ist noch mal ein bisschen was anderes, wa? Sekunde mal, aber hier. Das haben wir jetzt entriegelt. Und wo geht das jetzt hin? Wahrscheinlich zu dieser ollen Schabracke, ne? Donner. Das ist dann eine, die eine sehr bekannte Frau eingesprochen hat. Ne? Moro. Wir gucken das jetzt nochmal an. Das ist die einfachste Stage, die ich nachgucken kann. Na gut, vielleicht ging es noch einfacher, aber ich will jetzt einfach da nachgucken. Was für Waffen? Vor allem Ding, warum erst jetzt? Ich war gerade vorhin erst da. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich will gucken, was das sein soll. Luisas Halskette. Und was bringt mir das jetzt? Wir können die noch holen, definitiv. Aber was bringt mir das? Habe ich dann irgendwie einen besonderen Bonus oder so? Wir werden definitiv zuerst zum Puppenhaus gehen. Ach, jetzt auf einmal ist es einfach durchgestrichen. Interessant. Moment, was machen wir als nächstes? Wir gehen jetzt direkt mal kurz zurück an diese eine Stelle. Hier. Und dann speichern wir und dann ist es vorbei. Tut mir leid für diese Large-Folge, aber ich wollte einfach mal wieder ein bisschen weiterkommen. Deswegen... Teddy. So, das war's. Hä? Mehr gibt's hier nicht zu holen, Kollege. Ach, leck mich.
Ja, geil. Das kann ich ja nicht. Warum kommt mir das erst jetzt in den Sinn, dass ich das nicht holen kann? Ist ja zum Kotzen. Zum Mäusemelken ist das. Aber gut. Ja, gut. Dann kann ich die Schätze eigentlich komplett abhaken hier am Anfang. Noch. Kommt noch. Und hier rein komme ich ja nicht. Um zum Moreau zu gelangen. Das heißt, ich muss jetzt zuerst mal zu der Puppendame. Aber hey, ich habe noch eine Zugbrücke, die ich hochlassen kann. Habe ich das schon? Habe ich schon mit dieser Kurbel die Möglichkeit, das Ding runterzulassen? Weil eine große Schnitte haben die hier eh nicht, also von daher. Es ist schon beeindruckend, was es ausmacht, wenn ich plötzlich. Ach, nee. Wenn ich plötzlich einfach eine Waffe habe, die was taugt und so und auch Gegner umbringen kann, wie einfach, dass die umfallen. Und wie einfach ich da durchrenne. Und am Anfang, wenn ich nichts habe, ja, habe ich gar keinen Bock mehr auf das Game oder so. Das ist immer so. Und dann gibst du mir eine Waffe in die Hand und dann wird's lustig. Hä? Was willst du denn für eine Scheiße haben, Luises? Was mache ich damit? Was für ein scheiß Schlüssel. Ah ja. Ceras Pokal. Ist das irgendwie was Wichtiges oder ja, wieder was zum Verkaufen? Wieder was zum Verkaufen macht ja äußeres Sinn nicht. Ohne Scheiß. Gib mir doch mal was Interessantes in die Hände. Wieder mal. Gut, dann wird die nächste Station sein Puppenhaus. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Schnauze. So, Teddy, wertvoll. Dann Ceras Pokal. Davon wertvoll. Willst du dich trennen? Nein, nein, ich kaufe es dir gerne ab. Geflügel kannst du haben hier. Feinster Wild. Wir haben alle Zutaten beisammen. Gut. Kann man das beschleunigen? Dann hole ich dann noch kurz, wenn ich eh alles abgegeben habe, noch das feine Wild. Ja. Weil ich will nicht weitergehen. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. Ah, danke. Das wird ein Festmahl werden. Ja, schön für dich. Ich hoffe, das Schwein ist noch da. Weil ich konnte nichts machen vorher. Ich muss zuerst mal ein bisschen Ware loswerden.
Und ich habe schon den maximalen Bestand, den man eigentlich haben kann. Zurzeit. Vielleicht gibt es noch mal was Besseres, aber zum jetzigen Zeitpunkt. Nope. Ah, es bleibt einfach cool. Erlesenes Bild. Finde ich gut, dass ich dem das schon abgeben kann. Also sonst hättest du nie und nimmer die Kapazitätskraft, um alles hier zu benutzen hier. Tja, Dimitrescu, du lebst nicht mehr. Schade, war das nicht die Endgegnerin. Ich hätte es gefeiert. So. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Zuerst mal muss ich das hier abgeben. Ah, danke. Ja, danke dir. Dann. Das sollte reichen. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Hm. So, jetzt sind wir komplett durch mit Aufrüsten. Jetzt könnten wir hier weitermachen. Rohrbomben. Warum nicht? Nö, hier gibt's nochmal was. Okay, für 30.000 erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze. Für 2.500 mache ich das doch, mal. Dass gut. Dich das interessieren würde. So, den Rest lassen wir noch. Wir sparen uns 30.000 an und dann Beinbruch. Geht's weiter. So. Nice. Vielen Dank fürs Zugucken, meine Freunde. Wir sehen uns mit unserer Tochter, mit die nur noch einen Kopf hat momentan. Wieder, wenn es zu der ollen Puppenspielerin geht, alias Lara Loft. Ne, wird auf jeden Fall lustig. Oh Mann. Was uns da wohl erwarten wird, wir werden sehen.